Von den einen gehasst, von den anderen geliebt. So verhält es sich im realen Leben, aber auch mit den Aktien von Tabakunternehmen. Und dementsprechend schauen wir uns heute mal an, wie es sich um British American Tobacco verhält. Ob man die Aktie lieber lieben oder ob man sie lieber hassen sollte. Oder ob es vielleicht einen Weg dazwischen gibt. Und vor allen Dingen, ob die Aktie jetzt ein Kauf ist oder ob man lieber die Finger davon lassen sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die Aktie von British American Tobacco und natürlich auch das Unternehmen dahinter. Und das Ganze basiert auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da stimmt er ja immer von samstags bis dienstags mit ab, welches Unternehmen ich mir etwas genauer anschauen soll. Und bei den bekannteren Unternehmen hat diesmal eben British American Tobacco gewonnen. Und schreibt mir gerne hier in die Kommentare, welche Aktien ich mir da noch anschauen soll bzw. in die Umfrage aufgenommen werden sollen. Und schau du auch im nächsten Zeitraum in die YouTube-Community und stimme mit ab, welche Aktie ich mir nächsten Freitag genau anschauen soll. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart des Unternehmens und der geht zurück hier bis ins Jahr 1995. Nicht, weil das Unternehmen nur seitdem existiert, die Geschichte geht etwas weiter in die Historie, schauen wir uns gleich an, aber seitdem ist das Unternehmen eben in der heutigen Form an der Börse und hatte ja dann auch einen ganz guten Lauf. Hier in der Dotcom-Krise hat es das Unternehmen ziemlich erwischt, zur Finanzkrise eher weniger, aber so seit 2017, muss man sagen, geht es dann doch eher zurück. Weswegen auch die letzten 10 Jahre, hätte man vor 10 Jahren 10.000 Euro investiert, nicht unbedingt der beste Zeitraum für die Aktie waren. Denn man hätte Kursverluste gemacht mit den 10.000 Euro von um die 2.700 Euro, hätte aber eine Dividende bekommen von 5.200 Euro, macht eine Gesamtrendite von 25% oder 2% aufs Jahr. Und heute hätte man eine persönliche Dividendenrendite von 6,3%. Also durchaus ein maues Ergebnis, so in Summe über die letzten 10 Jahre. Da waren andere Unternehmen deutlich stärker, aber die meisten Investoren gehen mit Sicherheit nicht wegen der Rendite in die Aktie, sondern wegen der Dividendenrendite. Und die ist natürlich hier durchaus attraktiv und hat sich ja auch leicht gesteigert. Andere Unternehmen sind niedriger gestartet, sind höher rausgekommen. Wir hatten ja auch andere Aktien, die hier höhere persönliche Dividendenrenditen dann erreicht haben nach 10 Jahren, auch wenn damals ihre Dividendenrendite niedriger war. Aber wir gehen auf die Dividende gleich noch ein bisschen genauer ein. Schauen wir uns mal an, wie hätte sich denn die Aktie im Vergleich zum Index geschlagen? Und da ist natürlich am interessantesten der FTSE 100, also der britische Aktienindex. Da ist British American Tobacco auch notiert und der hätte sich hier über den gesamten Zeitraum deutlich schlechter geschlagen. Gerade mal 117% im Vergleich zu 645%. Interessant ist aber auch der S&P 500, 824%, also durchaus noch mal ein bisschen besser, aber gerade eigentlich erst die letzten Jahre. Also in dem gesamten Zeitraum war British American Tobacco durchaus ein interessanter Wert, aber so seit 2017, da verliert der Wert tatsächlich eher gegen den Index aus Amerika, der ja doch die Basis ist für sehr, sehr viele ETFs, selbst den All-Country-World-Index oder eben der MSCI World oder andere breite ETFs sind ja doch sehr Amerika-lastig. Dementsprechend ist es immer interessant, den S&P 500 hier mal in den Vergleich reinzubringen. Und wenn wir uns die letzten 10 Jahre mal anschauen, dann sehen wir auch den Unterschied. Dann sehen wir eben hier, wie British American Tobacco auch gegen den FTSE 100 nicht mehr mithalten kann. So ab 2017, 2018 geht es hier eher bergab, während die anderen Indizes eben eher hier deutlich zugelegt haben. Und das wird auch nicht besser, wenn man die Dividende inkludiert bei British American Tobacco und da sagt, okay, die ist ja bei anderen Indizes durchaus geringer. Dementsprechend geht man ja meistens in die Aktie rein, aber die Gesamtrendite, die ist ja dann am Schluss doch entscheidend und interessant. Und auch hier wäre British American Tobacco inklusive Dividende nicht viel besser als der FTSE 100, aber deutlich schlechter auf jeden Fall als der S&P 500. Wie verhält sich das denn im Vergleich zu Wettbewerbern? Da gibt es ja hier Altria, Philip Morris, Imperial Brands oder auch Japan Tobacco. Und was wir hier sehen, ist im Prinzip Altria 170%, Philip Morris 102%, Imperial Brands 46% oder eben auch die japanischen Kollegen hier 33%. Allesamt besser, zumindest Stand heute, als British American Tobacco, wenn auch nur leicht im Prinzip hier hinter Japan Tobacco. Die waren in den meisten Fällen tatsächlich sogar schlechter. Und auch Imperial Brands hält sich meistens sehr, sehr ähnlich zu dem, was British American da macht. Man muss auch dazu sagen, ich habe das alles hier umgerechnet in britische Pence, damit wir hier auch währungstechnisch einen einheitlichen Vergleich haben. Und man sieht da eben schon auch, British American Tobacco schlägt sich da nicht unbedingt am besten. Und wenn du möchtest, dass ich mal vielleicht British American vergleiche mit Philip Morris oder Altria oder zwei andere, schreib mir es gerne mal mit rein. Ich mache auch gerne mal so einen Aktienvergleich. Da nehme ich aber nur zwei Aktien, die ich sozusagen ins Duell nehme. Schreib mir gerne mal rein, welche Aktien dich im Duell da interessieren würden. Geh doch mal in die Geschichte von American Tobacco.
Backe. Und die hat es nämlich in sich. Das Unternehmen ist nämlich entstanden als Joint Venture im Jahr 1902, damals eben aus UK's Imperial Tobacco Company und der American Tobacco Company. Man hat dann auch immer wieder Firmen zugekauft, hier zum Beispiel auch in Holland, Belgien, Schweden, Finnland, Norwegen und so weiter und so fort. Man hat hier auch eben in Kairo zugekauft und in der Türkei, in Indien und so weiter. Also man hat immer weiter Firmen zugekauft. Es gab eben auch mal einen kleinen Ausflug 1961 bis 65 in andere Industrien, Papier, Kosmetik, aber eben hier auch in den Lebensmittelbereich, um sich hier breiter aufzustellen. Das hat man dann aber auch wieder aufgegeben mit der Zeit, hat immer weiter eben hier im Tobacco-Bereich zugekauft, hat dann eben auch Unternehmen hinzugenommen, wie zum Beispiel Lucky Strike und Pall Mall, die ja heute sehr bekannt sind, seit 1994 eben hier mit im Unternehmen, nachdem man eben hier die American Tobacco Company gekauft hat. Und so hat sich das Ganze eben weiterentwickelt und eben auch dazu, dass man jetzt zuletzt hier die letzten Jahre immer mehr zugekauft hat im Bereich alternativer Nikotinprodukte, also weg vom reinen Zigarettengeschäft hin auch mehr zum Vapern, wie es ja dann genannt wird, oder eben auch andere Bereiche des Nikotinkonsums, um sich hier ein bisschen breiter und auch eben moderner aufzustellen. Wem gehört das Unternehmen heute? Auch das vielleicht mal interessant, wenn wir auf die Inhaberschaft schauen. Ja, der Großteil, über 50%, sind institutionelle Investoren, Capital Research, BlackRock, Capital International, Vanguard und so weiter und so fort. Also diese klassischen Fonds- und eben ETF-Häuser. Aber auch interessant, es gibt hier eben einen größeren Anteil mit knapp 9% von Spring Mountain Investments. Es gibt dann hier nochmal 0,3%, die liegen bei den Mitarbeitern. Und dann gibt es hier auch eben noch ein paar andere strategische Investoren. Der letzte CEO, Jack Bowles, 0,01%, das sind dann so klassische Management-Gehälter, die dann eben als Optionen auf die Aktien herausgegeben werden. Gucken wir uns gleich an. Interessanter ist vielleicht hier diese Spring Mountain Investments, diese strategische Inhaberschaft von British American Tobacco. Was hat es denn damit auf sich? Und das ist vielleicht ganz interessant, denn diese Investment Holding, die gehört dem Milliardär Kenneth Dart. Er ist eben Inhaber hier dieses Capital Investments und das ist ein sogenannter Vulture Fund. Was ist jetzt wiederum ein Vulture Fund und warum beteiligt er sich an British American Tobacco? Dazu müssen wir jetzt hier mal auf Investopia gehen. Ich übersetze das mal aus dem Englischen. Im Prinzip ist es so, dass ein Vulture Fund ein spezieller Fonds ist, der eben in Hochrisikogeschäfte investiert, beziehungsweise in sehr schwierige Geschäfte. Man nennt das dann in Amerika Distressed oder High Yield oder eben Junk. Ja? Also alles, was so ein bisschen schwieriger ist, was eben unter Druck geraten ist, was eben vom Markt eher verschmäht ist, wo eben man erwartet oder erhofft dadurch, dass man vom Markt, dass dieser Wert, dass diese Staatsanleihe oder diese Anleihe von einem Unternehmen so sehr unter Druck geraten ist, einfach dadurch, dass es ja von den Anlegern nicht mehr beachtet findet. Es gibt ja Hypes, die Aktien nach oben treiben, aber genauso gibt es eben auch Untertreibungen, wo man natürlich irgendwie ja dadurch ein allgemeines Desinteresse an der Aktie, die Aktie unter ihren inneren Wert schickt oder eben auch die Anleihe. Und das sind eben dann so Vulture-Fonds, die eben in sowas versuchen hineinzugehen und die dann eben sehen, okay, da ist ein Unternehmen, das ist nicht beliebt, das ist eher in einer problematischen Situation, aber eben aus Sicht des Fondsmanagements ist das eben eine günstige Gelegenheit einzusteigen. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt eine sinnvolle oder weniger sinnvolle Strategie ist. Es gibt sehr, sehr viele Wege nach Rom, um Renditen an der Börse zu machen. Da muss jeder so seinen Weg finden. Mein persönlicher Weg ist es nicht, jetzt hier in problematische Firmen zu investieren. Ich investiere persönlich lieber in gute, wachsende Unternehmen, als jetzt eben hier in problematische Unternehmen, um sozusagen noch den letzten Zigarrenpuff, um jetzt hier mal auch zum einen in der Tabakindustrie zu bleiben, aber beim anderen auch eben bei Warren Buffett zu bleiben, der das heute ja auch nicht mehr macht, der aber damals so gestartet ist, sozusagen noch den letzten Zigarrenpuff aus dem Unternehmen rauszuholen, bevor es dann eben nicht mehr existiert. Die Frage ist, ob das British American Tobacco ebenfalls so ist und das können wir uns jetzt gleich eben mal ein bisschen genauer anschauen. Vorher gehen wir mal noch ins Management. Das Unternehmen wurde bislang geführt von Jack Bowles. Ich habe gerade schon gesagt, er ist CEO seit April 2019. Man muss aber eher sagen, er war nämlich CEO bis Mai 2023, wurde dann mit sofortiger Wirkung entlassen, beziehungsweise offiziell hieß es, er hat sich mit sofortiger Wirkung vom Unternehmen getrennt. Übernommen hat dann er hier Tadeu Marocco. Er ist eben auch schon länger im Unternehmen, genauer gesagt seit 1992. Er war zuletzt
zuletzt CFO, also der Finanzchef und aber auch der Transition-Chef, also der Chef der Umwandlung des Konzerns. Also er ist eben da tief in der Veränderung des Unternehmens aktiv und jetzt eben der neue Geschäftsführer, der neue CEO von British American Tobacco. Was macht denn das Unternehmen denn, wenn man es nicht bisher schon rausgehört hat? Dann macht es eben vor allen Dingen Tabakprodukte und Nikotinprodukte. Bekannte Marken habe ich gerade schon genannt. Lucky Strike, Pall Mall oder wie auch immer man das ausspricht, Camel, aber auch Newport. Und es gibt dann eben auch modernere Produkte hier, wie zum Beispiel Lalo oder Fuse, eben hier für den Vapor-Bereich oder eben auch Grizzly oder eben auch Camel, Snooze. Das sind dann eben so Dinge eher, ja, Schnupftabak, Kautabak. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so aus. Aber in dem Bereich ist das Unternehmen aktiv. Sie teilen das auch auf in solche Bereiche hier. Auf der einen Seite Combustible Tobacco, also alles, was man sozusagen verbrennt. Das ist so eher das klassische Geschäft. Und dann gibt es eben hier die nicht verbrennenden Geschäfte. Einmal das klassische, das ist dann so dieses Schnupftabak, Kautabak, also das, was es eben auch schon lange gibt. Und dann gibt es eben hier diese neuen Dinge, wie zum Beispiel Vapor über Fuse und Vibe. Oder eben auch das Erhitzen von Tobacco, also von Tabak, Glow. Oder eben es gibt auch moderne orale Varianten, also moderne Varianten, Dinge einzunehmen, wie dann eben hier mit Velo. Also man hat sich da eben in verschiedene Bereiche aktiviert. Man ist eben hier in diesem klassischen Verbrennungsgeschäft von Tabak aktiv, aber eben auch mittlerweile eben hier in neuen Kategorien, wo nichts mehr verbrannt werden muss, wo es ja auch eben erhebliche Gesundheitsbedenken gibt. Das Unternehmen versucht sich auch entsprechend zu verändern, deswegen auch genau das, was der neue CEO bisher gemacht hat, das Unternehmen zu verändern, eben das Geschäft zu verändern, eben hier gute Ergebnisse zu erzielen und eben hier in den schwierigen Marktumfeld zu navigieren und dabei eben vor allen Dingen einen großen Wert auf die Werte der Aktionäre zu legen über eine hohe Dividende und Aktienrückkäufe. Das ist so im Prinzip das Ziel. Und wie machen sie das? Naja, sie versuchen eben wegzukommen von Zigaretten, mehr hin eben hier zu Nikotin und anderen Produkten. Sie nennen es A Better Tomorrow, also eine bessere Zukunft. Das ist so ein bisschen das, was sie versuchen, eben hier anzustreben und diese Veränderung zu transformieren. Und jetzt kann man darüber diskutieren, warum ist das denn notwendig? Naja, relativ offensichtlich könnte man meinen, denn der Tabakkonsum sinkt und auch gerade nach Alter kann das sehr unterschiedlich sein und eben abnehmen. Aber mal grundsätzlich, wenn man hier auf die Daten von Statista und dann eben hier auch der WHO schaut, der World Health Organization, dann geht man eher davon aus, dass eben der Tabakkonsum global eben eher kontinuierlich zurückgeht. Aber auch da, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, es gibt verschiedene Statistiken. Andere Statistiken sagen, dass zum Beispiel der amerikanische Tabakmarkt durchaus wächst, wenn auch moderat, aber bis 2030 um die 3,4% pro Jahr. Das heißt, es kann sehr nach Markt, aber eben auch sehr nach Statistik und nach Betrachtungsweise sehr unterschiedlich ausfallen. Was man auf jeden Fall sehen kann, ist, es ist kein extrem wachsendes Geschäft. Also es ist eher ein stabiles, leicht sinkendes, maximal moderat wachsendes Geschäft. Man würde jetzt heutzutage sagen, sogar unter der Inflationsrate. Also dementsprechend, das ist jetzt nichts unbedingt, wo man sagt, das ist jetzt wirklich ein hohes Wachstumsumfeld. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ob es jetzt wirklich ein wachsendes oder eher leicht sinkendes Geschäft ist, darüber kann man vielleicht streiten. Aber wir werden gleich sehen, was das für British American Tobacco genau bedeutet. Und sie versuchen sich ja ohnehin im eher stärker wachsenden Markt dieser neuen Tobakoprodukte, der neuen Tabakprodukte zu positionieren. Das soll dann tatsächlich auch stärker wachsen. Das sind dann eben diese Dinge, in die das Unternehmen sich transformieren will. Und auch da würden jetzt vielleicht die einen oder anderen sagen, naja, es gibt ja auch noch den Cannabis-Markt, der durchaus sehr stark wächst und da sind ja die Tabakunternehmen prädestiniert einzutreten. Jetzt ist British American Tobacco da noch nicht groß durch Investitionen aufgefallen wie andere Tabakunternehmen, aber sie haben zum Beispiel erst gerade letztes Jahr hier in Deutschland im September 2022 die Sanity Group gekauft, über eine Tochterunternehmen. Sie haben sich da ein bisschen beteiligt dran, muss man ehrlicherweise sagen. Sie haben es nicht gekauft, sondern sie haben hier einen Minderheitsanteil gekauft. Also sie versuchen schon auch in dieses Tabakgeschäft hinein, in dieses Cannabisgeschäft hineinzugehen. Nicht unbedingt jetzt, um das marktfähig in Summe zu machen, sondern eben auch hier, um zu schauen, wie wächst dieser Markt, aber auch eben hier in dem Gesundheitsbereich mit dabei zu sein und da eben neue Wege zu erschließen und vielleicht das zu kombinieren mit dem Bereich, den sie schon haben. Aber da sind sie deutlich vorsichtiger und zurückhaltender und profitieren bislang weniger davon als zum Beispiel andere Tabakunternehmen, die da etwas stärker unterwegs sind.
Worauf sie sich fokussieren, das sind eben hier diese neuen Produkte. Einmal eben Fuse, einmal Glow und eben Velo. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Das sind eben so diese neuen Tabak- und Nikotinprodukte und alles, was darüber hinausgeht, was sie eben versuchen zu vermarkten. Und da sehen Sie eben auch schon starkes Wachstum. Von 2018 bis 2022 waren das 30% pro Jahr Wachstum in dem Bereich. Und man sieht schon, mit 22,5 Millionen ist das jetzt kein allzu großer Anteil am Konzern und am Unternehmen. Aber es ist eben ein wachsender Konzern und deswegen auch etwas, beziehungsweise ein wachsender Bereich und deswegen auch etwas, worauf Sie sich fokussieren. Schauen wir uns mal an, wenn wir jetzt natürlich über diese ganzen Statistiken und Co. geredet haben, wie entwickelt sich das Unternehmen denn eigentlich wirklich weiter? Und dazu gehen wir in den Aktienfinder und schauen uns zuerst mal den Umsatz an. Und da muss man ja durchaus sagen, langfristig wächst der Umsatz. Nicht rapide, nicht stark. Es gab dann hier mal den einen oder anderen Zukauf, weswegen es mal ein bisschen stärker hochging im Umsatz. Aber vom Grunde her, es geht tendenziell leicht nach oben, auch bei ordentlichen Margen, operative Marge 43%, Nettomarge 24%. Das heißt, auf diesem Geschäft, was man hat, hat man tatsächlich im Moment eine ordentliche Marge. Die Umsätze kommen eben hier hauptsächlich aus den USA, das machen rund 46% aus, dann Europa rund 22%, Asien-Pazifik-Bereich 16%. Das sind so die wesentlichen Dinge und die Vereinigten Staaten sind mit 50% Marge dann tatsächlich auch so mit die ertragreichsten Bereiche, in denen hier British American Tobacco unterwegs ist. Die Segmente sind relativ einfach, der Großteil, und das sieht man schon, ist eben dieses klassische Verbrennungsgeschäft, 83%, Combustibles, wenn Sie es nennen, so wie Sie es nennen, also diese klassischen Zigarettengeschäfte, 83%, das ist genau das, was ich meinte. Das ist einfach noch der Großteil des Geschäfts. Der Vapor-Bereich rund 5%, dann dieser traditionelle, eher oral einzunehmende Schnupf- und Kautabak 4,4% und so weiter und so fort. Also man sieht, der Großteil, das sind eben wirklich hier die Umsätze aus diesem klassischen Zigarettengeschäft. Gehen wir mal in den Gewinn, ob der ebenfalls wächst. Und dann sehen wir auch hier nochmal sogar ein bisschen kontinuierlicheres Wachstum, was wir hier sehen. Genauso wie die Dividende, also vom Grunde her kein starkes Wachstum bei British American Tobacco, aber durchaus ein kontinuierliches Wachstum. Die Analysten gehen auch weiterhin von einem Wachstum aus. Was wir aber auch schon sehen, die Ausschüttungsquote der Dividende auf eben das, was das Unternehmen verdient, das ist schon relativ hoch. Das heißt, da ist nicht mehr allzu viel Luft, die Dividende zu steigern, über das hinaus, was das Unternehmen eigentlich auch wächst. Also auch da können wir davon ausgehen, dass das Dividendenwachstum sich eher mit dem Unternehmenswachstum verheiratet und nicht ganz so extrem ist, sondern man eine ordentliche Dividendenrendite kriegt, reden wir gleich noch drüber, aber jetzt nicht die starke Steigerung erwarten kann. Auch British American Tobacco hat hier natürlich mit Mal-, Material- und Lohnkostensteigerungen zu tun, aber relativ verhalten, gerade mal 4,8% im letzten Geschäftsjahr. Das ist im Vergleich zu dem, was man woanders sieht, wirklich recht reduziert. Also kam das Unternehmen hier tatsächlich um das ganze inflationäre Thema relativ gut rumrum und konnte vielleicht sogar mehr an Kunden abgeben. Wobei je nach Markt ist ja auch da das Pricing sehr reglementiert. Zum Beispiel ja auch hier in Europa wird ja sehr, sehr viel Wert drauf gelegt und sehr darauf geachtet, was das Unternehmen da macht und wie sie es machen. Aber egal wie, sie verdienen auf jeden Fall gutes Geld dabei. Wenn wir mal in die Bilanz schauen, dann sehen wir auch hier diesen Sprung, den wir im Umsatz gesehen haben, durch eben den Zukauf, dementsprechend auch hier den größeren Goodwill in der Bilanz. Das heißt, einfach immaterielle Vermögensgüter, die natürlich dann für den zu viel bezahlten im Vergleich zum inneren Wert des zugekauften Unternehmens entstehen. Nichts Ungewöhnliches. Wir haben hier keine Schuldensituation. Die zu verzinsenden Schulden gehen hier sogar tendenziell zurück. Also insofern auch hier kein Problem aus der Bilanz heraus, was wir da sehen. Wenn wir mal in die Aktienrückkäufe zurückgehen, dann sehen wir, eigentlich gab es da wirklich immer einen sehr, sehr schönen Zurückkauf, bis dann eben hier diese Übernahme stattfand. Das hat man eben durch Kapitalerhöhung gemacht, dann eben zuletzt wieder leicht angefangen, Aktien zurückzukaufen, ist aber noch nicht das hohe Ausmaß. Und tendenziell, je nachdem, wann man da reingeht und vielleicht durch weitere Zukäufe, kann es eben passieren, dass dann die eigene, der eigene Anteil im Unternehmen dann dadurch eben verwässert wird. Gehen wir mal in das für British American Tobacco vielleicht mit das Spannendste, das ist die Dividendenrendite. Wenn wir mal schauen, dann sind wir Stand heute bei einer Dividendenrendite, ja, so zwischen 8 und 9%. Das schwankt immer so ein bisschen, je nach Aktienkurs logischerweise. Das ist auch so mit das höchste Niveau, was wir die letzten Jahre gesehen haben, ist auch über dem 5-Jahres-Korridor, den wir so sehen. Liegt auch daran, dass der Aktienkurs relativ niedrig im Moment ist. Da sprechen wir aber gleich drüber. Das heißt, man bekäme hier eben so 8 bis 9% Dividendenrendite. Das ist natürlich durchaus interessant vom Grunde her, aber kann natürlich auch nur Schmerzensgeld sein, wenn die Aktie eben an sich, der Kurs eben immer weiter fällt. Und die letzten Jahre haben wir ja durchaus einen Rückgang gesehen. Dann bleiben vielleicht von den 8-9% am Schluss eben in der Gesamtrendite nur 3-4% übrig, wenn es gut läuft. Vielleicht sogar nur 0%.
Also das ist dann meistens eben hier eine hohe Dividendenrendite gekoppelt damit, dass der Aktienkurs nicht stark steigt oder wenn dann nur ganz leicht moderat steigt. Wer da aber im Prinzip sein Geld irgendwo anlegen möchte und dann dafür eine hohe Dividendenrendite bekommen möchte, der ist natürlich bei British American Tobacco erstmal auf dem richtigen Weg, insofern, dass er da hier eine hohe Dividendenrendite bekommt. Man muss aber dann eben aufpassen, dass das investierte Kapital nicht zu wenig wert wird, dadurch, dass der Aktienkurs in sich zusammenfällt. Aber das gucken wir uns dann gleich an. Wir haben schon gesehen, so richtig stark wächst die Dividendenrendite nicht. Aber durch die hohe Basis, die wir hier haben, kämen wir trotzdem bis Ende 2039 sogar bei einer persönlichen Dividendenrendite von 15% raus. Alleine dadurch, dass das Unternehmen eben moderat die Dividende steigern soll. Das ist natürlich nur eine Prognose, die kann ganz anders ausfallen. Theoretisch könnte die Dividende auch gekappt werden. Wobei dafür ist British American Tobacco anders als zum Beispiel Rohstoffkonzerne, die eine hohe Dividende ausschütten, wie jetzt die ganzen bekannten Minenhersteller, also Minenbetreiber, die ja auch durchaus hohe Dividendenrenditen ausschütten, aber sehr zyklisch auch mal die Dividende kürzen. Dafür sind die Tabakfirmen nicht bekannt, also eher ein sicherer Dividendenzahler, aber eben kein starkes Dividendenwachstum in dem Zusammenhang. Gehen wir mal in die Kennzahlen hinein und schauen uns mal hier KGV und Co. an. Da sind wir beim bilanzierten KGV von 8, bereinigt von 7, Kursumsatzverhältnis von 2, alles unter dem historischen Schnitt der letzten 10 Jahre. Der lag beim KGV eher so bei 14 bis 15, beim Umsatz eher so bei 3 bis 4. Also wir sind hier unter dem historischen Schnitt. Schauen wir uns das mal an im Vergleich zu den Wettbewerbern. Wie gesagt, British American Tobacco so bei 7, Japan Tobacco bei 11, Altria 9, Philip Morris 17, Imperial Brands 6. Also sehr unterschiedlich, was wir da sehen. British American Tobacco hier eher im niedrigen Bereich dessen. Gehen wir mal in die ersten Bewertungen hinein und gucken uns mal den Piotrowski-Score zum Unternehmen an. 7 von 9 Punkten, gibt nur Punktabzug für die sinkende Kapitalrendite und die steigende Verschuldung. Wobei auch hier, wie gesagt, das haben wir eigentlich im Aktienfinder gerade nicht gesehen. Insofern, da können manchmal die Daten so ein bisschen durcheinander kommen. Die Daten im Aktienfinder würde ich da ein bisschen höher gewichten und als höherwertig. Gehen wir mal in den Levermann-Score hier bei Transparent Share. Da sind wir bei einem Punktstand von 3, also eher halten, kein Kaufen, kein Verkaufen. Eigenkapitalrendite gibt Punktabzug. Die Kursveränderung der letzten 6 und 12 Monate gibt Punktabzug. Das kommt dann eben zu 3, relativ kurz eher von einem Kaufensignal sozusagen. Da fehlen aber noch ein paar positive Dinge. Ansonsten im Moment nur ein Beobachten und Halten, kein Kaufen, kein Verkaufen, je nachdem, in welcher Situation man drin ist. Und jetzt schauen wir uns mal die Bewertung im Aktienfinder an. Dann wird auch klar, woher das so ein bisschen kommt. Hier in Schwarz der Aktienkurs, die bunten Linien sind die fairen Werte. Grün auf Basis des bilanzierten Gewinns, braun gestrichelt auf Basis des bereinigten Gewinns. Grün gestrichelt ist dann eben hier auf Basis vom Umsatz und hellbraun ist auf Basis vom Cashflow. Und was wir sehen ist, wir sind unter all diesen Linien mit dem Aktienkurs drunter. Wir waren das letzte Mal hier drüber, so bei 16, 17. Und seitdem sind wir eher unterbewertet. Jetzt kann man sagen, oh super, ich steige da eine unterbewertete Aktie und vor allen Dingen, wenn man mal den Analystenprognosen zuschaut, die würden erwarten, bis Ende 2026 ein Potenzial von 164% oder 31% pro Jahr. Das würde ich aber mit Vorsicht genießen, denn Analysten, die sind immer bei sowas recht optimistisch, weil sie dann eben hier eine Unterbewertung sehen und dann kommt der Kurs aber nicht hinterher, so wie jetzt hier eigentlich die ganze Zeit schon nicht und dann werden diese Ziele immer wieder zusammengestrichen. Das ist so ein typisches Ding bei Analysten, diese Prognosen sind hier immer mit extremer Vorsicht zu genießen und ich orientiere mich da in keinster Weise dran, also ich glaube denen einfach überhaupt nicht, dass das genauso kommt und dementsprechend wäre ich hier auch vorsichtig. Aber durchaus ein Potenzial aufgrund der niedrigen Bewertung ist da, aber das ist nun mal auch schon seit 2018, 19 da und hat bisher überhaupt nicht geholfen. Wir sind eigentlich die letzten 4, 5 Jahre nur zur Seite gelaufen, obwohl wir da auch schon eine niedrige Bewertung hatten. Das heißt, es fehlt im Prinzip einfach auch so ein bisschen die Zukunftsperspektive und dieses klare Zeichen nach vorne, denn Börse ist auch immer Zukunft. Und wenn ein Unternehmen immer so dazwischen hängt, zwischen, wir wachsen, aber eigentlich sinkt der Markt und wir sind in einer Transformationsphase, und wir wachsen da in diesem neuen Markt zwar sehr stark, aber der macht nur so einen ganz kleinen Teil aus, dann fehlt dem Markt einfach die Zukunftsfantasie und dementsprechend steigt dann so ein Kurs nicht, auch wenn er erstmal günstig bewertet ist. Und jetzt kann man sagen, na gut, solange er nicht fällt und ich kriege meine 8-9% Dividendenrendite, ist ja alles gut. Dementsprechend schauen wir mal rein, ob das denn auch wirklich so sein kann, ob der denn tatsächlich nicht weiter fällt oder wie unwahrscheinlich das ist. Und dann gehen wir mal in den Aktienkurs. Und was ich jetzt einfach mal gemacht habe, ist hier so eine Trendlinie einzuzeichnen. Die Aktie ist ja wirklich super gelaufen. Nach der Dotcom-Krise ging es ja wunderbar nach oben. Ich habe das hier mal ein bisschen flacher gezeichnet. Es gab vorher auch schon stärkere Trends. Die haben sich dann mit der Zeit immer weiter abgeflacht.
Aber man sieht hier so spätestens ab Mitte 2017, 2018, da hat das dann angefangen, hier nach unten wegzubröckeln. Wer sich mit Charttechnik ein bisschen auskennt, das ist so dieses klassische Schulter-Kopf-Schulter-Format, was dann nach unten durchbrochen wird, worauf man da durchaus als Trendwende nach unten aufpassen sollte. Nicht immer, das muss nicht immer so passieren, aber wenn es dann nach unten bricht, dann sollte man hier eben durchaus vorsichtig sein. Da sieht man dann einfach eher, wie immer wieder mehr Abgabedruck kommt. Wer immer so Charttechnik als Hokuspokus verteufelt, das ist ja nicht etwas, wo wir Kaffeesatzleserei betreiben, sondern wir visualisieren ja nur das, was die anderen Marktteilnehmer tun. Nicht denken und schreiben, das können sie nämlich viel, so wie die Analysten, sondern was wirklich getan wird. Und wenn hier nun mal immer wieder verkauft wird und nicht gekauft wird, das heißt, wir keine höheren Hochs sehen, sondern immer tiefere Hochs, dann wird immer mehr verkauft, das heißt, da ist kein Vertrauen, kein Zukunftsblick. Und dann zeigt das einfach, dass der Markt eher nach unten will, das heißt, dass die meisten Marktteilnehmer eher verkaufen. Und das ist ja nur eine Visualisierung dessen, was passiert. Wir blicken ja hier nicht in die Zukunft. Und wenn man dann eben sieht, okay, die Marktteilnehmer verkaufen eher, dann war das ein kritisches Zeichen, ging ja dann auch eher nach unten. Das hätte ja durchaus irgendwann mal nach oben drehen können. Und was wir aber sehen können, ist, es stabilisiert sich zumindest mal so bei den 2500 bis 2600 britischen Pence. Da sehen wir immer wieder, wie der Kurs hier eigentlich so seit 2019 den Boden findet und auch jetzt gerade wieder kurz davor ist. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an und gehen mal in die heutige Sicht etwas genauer rein. Immer noch wöchentliche Kerzen, aber was wir eben hier sehen, ist diese Zone, die ich gerade schon gezeigt habe, so bei 2500, geht sogar runter bis 2400 Pence, wenn man mal ein bisschen näher reinzoomt. In diesem Bereich gibt es hier immer wieder ja, Unterstützung, der Kurs geht mal kurz nach oben. Er kommt aber auch nicht über die 3600, 3700 britische Pence oben drüber hinaus. Das heißt, er ist im Moment in einer sehr engen Range, eher in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Das kann sich fortsetzen, kann sich aber auch irgendwann auflösen in die eine oder andere Richtung. Meistens löst sich sowas in die Trendrichtung auf. Das heißt, wir kommen im Prinzip hier von oben. Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, dass es sich nach unten auflöst. Aber das kann jetzt auch erstmal noch eine ganze Weile weiter so gehen zur Seite, durchaus auch bis ins Jahr 2024 hinein. Und dann würde man zumindest mal die Dividendenrendite bekommen und würde eben hier unter Schwankungen zur Seite laufen. Also die großen Kursgewinne darf man jetzt nicht erwarten. Kritisch wird es, wenn die Aktie hier unten drunter fällt. Das heißt, wenn sie unter diese Marken hier fällt, unter diese Range, also spätestens hier auch so bei 2300 Pence, dann wird es schon kritisch, dass es überhaupt wieder nach oben gehen kann. Aber es besteht auch durchaus das Potenzial, nach oben wegzubrechen. Das heißt, wenn das Unternehmen es schafft, mal ein bisschen Zukunftsperspektive zu zeigen, wenn der neue CEO es vielleicht auch schafft, hier zu zeigen, dass da mehr Dynamik reinkommt, kann es durchaus auch passieren, dass wir hier nach oben weglaufen. Und dann wäre das natürlich eine durchaus interessante Situation mit einer interessanten Dividendenrendite, mit vielleicht dann steigenden Kursen. Das wird mit Sicherheit kein stark wachsendes Unternehmen wie eine Nvidia oder eine Microsoft vielleicht werden, aber es wird zumindest mal ein moderates, unzyklisches Konsumgutunternehmen, was steigen könnte. Im Moment würde ich mich aber hier tatsächlich persönlich auf jeden Fall zurückhalten. Ich wäre hier eher noch vorsichtig, was die weitere Entwicklung angeht und würde erstmal beobachten, ob das nach unten wegbricht oder eben nach oben. Und dann kann man eben sehen, in welche Richtung wird sich denn der Kurs höchstwahrscheinlich weiterentwickeln. Und das ist auch keine Garantie, aber eben mit höherer Wahrscheinlichkeit geht es dann eben in die Richtung weiter. Wie wahrscheinlich schon rauszuhören war, ich persönlich bin in dem Unternehmen nicht investiert. Ich war auch noch nicht investiert. Ich habe da auch kein Interesse dran. Ansonsten hätte es durchaus sein können, dass ich in dem Anstieg mal damals dabei war. Ich wäre dann aber auch mit meinem Risikomanagement ausgestiegen, als ich dann eben hier so diese Risikomanagement- bzw. Ausstiegskriterien gezeigt haben. Das sind dann so meine Punkte, wo ich mit Risikomanagement auch durchaus mal rausgehe, das Kapital dann eben neu investiere. Denn jedes Unternehmen hat nun mal auch den Zenit, den es überschreitet. Und dann macht es eben auch Sinn, sein Kapital zu schützen und nicht einfach stur bei einem Wert dabei zu bleiben. Aber wie gesagt, auch da war ich nicht dabei, aber das hängt eher mit den Produkten zusammen, denn nicht alles will ich investiert sein. Dafür gibt es zu viele andere interessante Unternehmen, in die ich eher investiert sein möchte. Wenn du, wie gesagt, eine andere Aktienanalyse haben möchtest zu einem Wert, schreib mir es unten in die Kommentare. Wenn du sagst, du möchtest auch eben verstehen, wann und wie du aus einem Wert Risikomanagement technisch aussteigst und wie du dein Depot optimal aufbaust für deine Ziele und deine Ausgangssituation, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir, wo du stehst, ob wir dir da weiterhelfen können und freue mich, dich da kennenzulernen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon was geholfen. Dann lass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin viel Erfolg an der Börse und einen schönen Sommer. Ciao.